Und jetzt mache ich einen Break. Ladies and Gentlemen, wer von euch findet Rhetorik sexy? Wer hat Bock auf so eine Art Sexiest Man Alive aus dem Leben der Rhetoriktrainer hier gleich auf der Bühne? Wer hat Bock auf einen richtig heißen jungen Typen, der euch Schlagfertigkeit beibringt? Wer hat Lust auf Schlagfertigkeit? Wer hat Bock auf richtig sexy Argumente? Dann kommt er jetzt. Hier ist Mr. Rhetorik Wladislav Jurtschenko! Ladies and Gentlemen, es geht heute nicht nur um ein Geldexperiment, was ihr gerade hattet, sondern wir machen gleich auch ein kleines Rhetorikexperiment mit euch und ich will mal sehen, wie schlagfertig ihr seid, aber das Wichtigste zuerst. Die Qualität deiner Kommunikation bestimmt deinen Erfolg im Leben. Und heute werde ich dir ein neuartiges sechsstufiges Modell vorstellen, mit dem du nicht 50 Euro oder 500 Euro mehr verdienen wirst, sondern 1 Million Euro. Hast du Bock drauf? Dann sag, oh yes! Very good. Ich bin auch gerne offen für 1 Million. Bis zur 1 Million müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn ich möchte euch heute etwas zeigen, was eine vergessene Fähigkeit ist bei uns. Und zwar, wenn ihr euch mal dieses Slide hier anschaut, dann seht ihr, Rhetorik, das gibt es fast überall. Rhetoriktrainer gibt es wie Sand am Meer und ihr alle kennt diese fast schon abgedroschenen Tipps, wo man sagt, Blickkontakt zum Publikum ist sehr wichtig. Du brauchst einen stabilen Stand und am besten eine schöne melodische Stimme. Wenn du das schon mal gehört hast, dann sag, hab ich! Das kennt ihr schon. Oder wenn gesagt wird, du brauchst Energie auf der Bühne, du brauchst Präsenz auf der Bühne und versuche, deine Botschaft vorne herauszukristallisieren. Wenn du das schon mal gehört hast, dann sag jetzt auch, hab ich. Das ist zu langweilig. Denn wir brauchen heute etwas, was hier ihr auf dem Slide auf dem anderen Arm seht. Und zwar die Kunst der Argumentation. Das will ich euch heute mitgeben, ein sechsstufiges Modell, was ich selber 10 Jahre lang gesucht habe. Ich bin auf Debattierturniere gefahren, auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und endlich vor 10 Jahren habe ich es gefunden und ich möchte es heute euch einfach mal so geben, for free, und ich werde euch im Laufe der Rede zeigen, wie ihr damit genau 1 Million Euro machen werdet. Doch davor, Ladies and Gentlemen, machen wir ein kleines Rhetorik-Experiment. Seid ihr schlagfertig? Dann sagt, ja. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr selbstbewusst. Und jetzt möchte ich mal kurz zu euch kommen und gucken, wie schlagfertig ihr seid. Habt ihr Angst? Zu Recht, zu Recht. Und zwar werde ich jetzt verbale Attacken loslassen. Und ihr habt genau 2 Sekunden Zeit, um darauf was Schlagfertiges zu antworten. Seid ihr bereit? Aber ich nehme natürlich nur Leute, die wollen. Also kurz mal melden, wer traut sich, verbale Attacke und ihr habt ganze 2 Sekunden Zeit, das Rhetorikexperiment. Oh, da vorne sehe ich jemanden. Sehr, sehr gut. Also ich sage jetzt eine verbale Attacke und du hast 2 Sekunden Zeit und ich gebe dir das Mikro und dann sagst du idealerweise einen schönen, schlagfertigen Satz. Bist du ready? Okay, der Satz lautet, der blaue Pulli, der passt ja gar nicht zu dir. Ich finde schon. Ich finde schon, dass er zu mir passt, weil er zu meinen Augen passt. Sehr gut, Applaus. Fantastisch. Alright, alright. Übrigens, ich merke gerade einen kleinen Unterschied zu Tony Robbins. Wo ist meine Security? Danke. Jetzt habe ich auch ein Tony-Gefühl. Also, ich brauche noch einen Freiwilligen. Freiwilligen? Ah, gleich hier vorne. Sehr gut. Also, wieder kommt ein Satz
Und du hast 2 Sekunden Zeit, um darauf was Schlagfertiges zu sagen. Und der Satz lautet: Irgendwie siehst du heute so müde aus. Die Nacht war halt lang. Die Nacht war halt lang. Nicht schlecht. Applaus für die Teilnehmerin. Sehr cool. Und die normale Rhetorik ist viel zu schwach, denn es geht nicht nur um schöne Sprache und gutes Auftreten, es geht auch um guten Inhalt. Wenn ihr keinen guten Inhalt habt, dann könnt ihr nicht wirklich überzeugen, vielleicht so auf den ersten Blick. Die Rhetorik könnt ihr euch vorstellen wie Kleidung. Das ist super für den ersten Eindruck und dann sehe ich, oh, das ist aber ein schönes Rosa. Aber wenn der Inhalt dann nicht stimmt, dann bin ich ja gar nicht davon überzeugt. Und deswegen habe ich 10 Jahre verwendet im Debattierclub, um herauszufinden, was ist denn das Überzeugendste, was man machen kann. Und das will ich euch heute geben. Und mit Hilfe von Warren Buffett schafft ihr die Million. Habt ihr Lust auf die Million? Dann sagt yes! Sehr, sehr gut. Alles klar, dann gehen wir mal zurück. Und ich möchte euch Folgendes sagen. Das hat ja Stefan schon angedeutet. Es geht darum, sexier zu sein. Auf dem Weg hierhin saß eine Frau neben mir und die ist bestimmt jetzt hier drin. Die hat eine Story auf Instagram gemacht und zwar hat sie die ganze Fahrt über, die ganzen 15 Minuten über, irgendeinen Filter genommen, einen Text genommen. Und ich habe gesagt, warum verwendet sie so viel Zeit auf das Äußere? Sie könnte doch einen coolen Text über Greater schreiben, oder? Oder geht es nur um das Aussehen? Und genau deswegen wollte ich euch zeigen, dass ihr nicht nur äußerlich sexier seid, das seid ihr jetzt schon, sondern auch innerlich sexier seid. Und zwar gibt es ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Das seht ihr hier, und zwar das Sexier-Modell besteht aus 6 Elementen. Und genau diese Elemente braucht ihr, um wirklich schlagfertig und argumentativ stark zu werden. Das heißt, das ist jetzt so ein Moment, es kommt ein bisschen Content, wo ihr gerne entweder einen Stift zückt oder euer Handy, und das sind die Schritte. Und zwar lautet mein Statement, und das ist das erste Element des Arguments, dass ihr mit Hilfe von guter Kommunikation 1 Million Euro mehr verdient im Leben. Das Statement ist also die Ebene Nummer 1 und das ist immer ein Satz. Das, was ihr argumentativ verteidigen wollt. Aber ihr wisst, eine These allein, die überzeugt niemanden und allein, oh, das ist auch zu wenig. Deswegen hatte Tony auch super viel Inhalt gestern und hat gesagt, unter anderem, dass wir unsere Muster erkennen müssen. Und die 2. Ebene ist die sogenannte Explanation. Ihr müsst also erklären, warum eure These richtig ist. Bei meiner These, ihr könnt also 1 Million Euro mehr verdienen, ist es einfach, das zu erklären. Und zwar, sagt auch Warren Buffett, ihr könnt euren Marktwert 50% steigern, wenn ihr das gut verargumentiert, zum Beispiel bei eurem Arbeitgeber. Ein Arbeitnehmer hat eine super einfache Möglichkeit, sein Gehalt um 50% zu erhöhen, wenn er im Gehaltsgespräch, im Beförderungsgespräch, super gut darlegen kann, warum er es wert ist, zur Führungskraft befördert zu werden. Und Führungskräfte verdienen ein Lebenseinkommen in Deutschland, könnt ihr nachschauen, von 3 Millionen Euro. Ein Facharbeiter verdient 2 Millionen Euro im Schnitt. Und das wäre dann eure extra Million, wenn ihr es schafft, zu erklären, dass ihr es wirklich wert seid, zur Führungskraft zu werden. Aber wenn ihr Selbstständige seid, wer von euch ist selbstständig oder Business Owner? Kurz mal melden. Wow, das sind sehr, sehr viele. Für euch ist noch viel mehr drin als 1 Million. Ihr könnt ja mal fragen, was so der Stundensatz von Tony ist, von Wim Hof ist. Wenn ihr also es schafft, eure Kompetenz, euren Wert zu verargumentieren als Selbstständiger, ja, dann sind auch für euch nach oben überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber Voraussetzung ist, ihr könnt erklären, warum ihr tatsächlich es wert seid, dass man diesen und jenen Stundenlohn euch bezahlt. Als 3. brauchen wir natürlich ein Beispiel. Ein Beispiel, was illustriert, dass eure Begründung richtig ist. In meinem Fall gebe ich euch ein Beispiel mit Warren Buffett. Warren Buffett kennt ihr? Ist bekannt. Warren Buffett, als er vor kleinem Publikum, also jetzt nicht hier 15.000, als er vor kleinem Publikum aufgetreten ist, hat er erzählt, seine Knie haben gezittert und er musste vor dem Vortrag sogar kotzen. So nervös war er, wenn er von einer Gruppe von potenziellen Investoren gesprochen hat. Was hat er gemacht? Er hat $100 investiert in ein Kommunikationstraining. Ja, und bei ihm haben sich die $100 ausbezahlt. Wie viel hat er an Vermögen so ungefähr? Wisst ihr das? 80 Milliarden höre ich. 100 Milliarden, also es wechselt natürlich immer,
aber von 100 Dollar zu 100 Milliarden ist natürlich nicht schlecht. Und wenn ihr gut überzeugen könnt, gut argumentieren könnt, dann hilft das auch im Privatleben. So hat Warren Buffett zum Beispiel während seines Kommunikationstrainings seiner Angebeteten einen Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Das heißt, besser argumentieren hilft euch auch beim Dating, beim Flirten und hoffentlich dann irgendwann auch beim Heiraten. Das war also Stufe 3. Das ist das Example. Am Ende müsst ihr natürlich auch als Viertes noch sagen, was ist denn der Impact? Also wenn ihr einfach nur sagt, ja, mein Coaching ist super oder kauf dieses Produkt oder ich will Führungskraft werden, was bedeutet das für den anderen? Was für ein Nutzen entsteht daraus, wenn du mit deiner These tatsächlich recht hast? Und der Nutzen von einer extra Million, den brauche ich euch, glaube ich, gar nicht so richtig darlegen. Philipp hat euch vorher 50.000 angeboten und der Saal hat gebebt. Das heißt, bei einer Million wird er natürlich viel mehr beben. Und das ist klar, ihr kennt ja die Studien auch, wer mehr Geld hat, ist ein wenig zufriedener mit seinem Leben. Es gibt ja diese Studie von 2010 von Dieten und Kahnemann, die sagt, bis zu einem Gehalt von 75.000 Dollar hast du immer mehr positive Emotionen im Leben und immer weniger Stress. Das heißt also, cool, wenn du noch darunter bist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und wenn du darüber bist, da gibt es eine aktuellere Studie von Killingsworth von 2021 und die sagt, du hast sogar bis zu einer 500.000 immer mehr positive Emotionen und immer weniger Stress. Und was ich jetzt gesagt habe, das war Stufe 5. Ich habe also nicht einfach nur gesagt, der Impact ist mehr Lebenszufriedenheit, sondern ich habe auch euch erklärt, dass es tatsächlich nachgewiesen ist, dass Menschen mit mehr Geld zufriedener sind. Geld allein macht nicht glücklich, aber ohne Geld ist man unglücklich. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft bei dieser Argumentation. Und es gibt jetzt für die Profis unter euch das Ding, was das Argument von sexy zu sexier macht. Und dieses Ding lautet das berühmte R. Und das ist, das seht ihr hier, das sogenannte Rebuttal. Rebuttal aus der Welt des Debattierens ist, die Welt ist keine Keynote. Die Welt ist kein Vortrag, wie bei mir. Ich hab's gut, ich erzähl euch was, ihr nickt, ihr schreibt mit. Aber das echte Leben ist ein argumentatives Schach, bei dem euer Gesprächspartner immer Gegenargumente bringt. Ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust. Oder wenn der Chef sagt, nee, ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit, dich zur Führungskraft zu bestellen. Unser Unternehmen ist gerade in der Krise. Und jetzt hast du die Chance, in deiner eigenen Argumentation das Gegenargument, was sowieso kommen wird, in deine eigene Argumentation zu integrieren und dem Gegenargument den Wind aus den Segeln zu geben. Und das häufigste Gegenargument, was ich höre, wenn ich über Argumentation, wenn ich über Rhetorik spreche, ist, ja, Vlad, ich habe aber kein Talent wie du. Ich kann keine Rhetorik. Wer sagt, er hat kein rhetorisches Talent? Kurz mal die Hand heben. Kein rhetorisches Talent habe ich nicht. Und das Gute für euch, das sind jetzt gefühlt nur 30%, das Gute für euch ist, ihr braucht gar kein Talent. Ich war 10 Jahre im Debattierclub. Ich habe viele Studenten kommen und gehen sehen. Wenn du ein halbes Jahr dabei bleibst, dann wirst du ein souveräner Redner, dann kontrollierst du natürlich auch deine Rhetorik, deine Körpersprache, hast null Lampenfieber und parallel schaffst du es auch, sexier Argumente darzustellen, dank denen du auch die andere Seite inhaltlich und kognitiv überzeugst. Und meine Leute aus der Führungskräfte-Masterclass wissen das. Dieser einfache Weg zu 1 Million Euro mehr ist einfach nur argumentieren im Beförderungsgespräch, dass ich es wert bin, zur Führungskraft befördert zu werden. Oder für euch als Selbstständige, Stundensatz von 100 oder 200 oder 500 Euro, nach oben ist kein Limit. Das schafft ihr aber nicht nur mit wohlklingender Rhetorik. Und deswegen spreche ich auch ganz gerne von der Argumentorik-Methode. Argumentorik ist die Synthese von ausdrucksvoller Sprache, ausdrucksvoller Rhetorik und eindrucksvoller Beweisführung, also eindrucksvoller Argumentation. Und wenn ihr es noch auf eine Schippe höher haben wollt für Fortgeschrittene, dann solltet ihr, das seht ihr auf dem nächsten Slide, idealerweise euer sexier Modell färben. Ihr kennt ja das Vier-Farben-Modell, gefühlt ist das unter jeder Podcast-Folge von Greater, unter jeder YouTube-Folge von Greater. Wer von euch hat den Persönlichkeitstext gemacht? Sag ich! Ich, yes, das heißt, ihr wisst, ich habe den auch gemacht. Und was ihr euch bei diesem Persönlichkeitstest merken könnt, diejenigen, die blau sind, die brauchen eine größere Begründung. Das bedeutet also, ihr färbt euer Argument Richtung Explanation. Die Leute, die rot sind, die brauchen die Relevanz.
Und das ist in meinem Modell der Impact. Das heißt, was hast du davon, wenn du das machst? Und die Gelben und Grünen, die brauchen, fängt auch mit G an, eine Geschichte, also Storytelling. Und dann sind sie aus dem Häuschen. Und das sieht dann in der Realität so aus. Beim Blauen gehst du halt auf die Explanation drauf. Und wenn du einen blauen Kunden hast, der will es immer ganz genau wissen, Zahlen, Daten, Fakten, macht euch gerne ein Foto. Diese drei Punkte sollt ihr in eurem Sexier-Modell besonders betonen. Wenn ihr zu tun habt mit einem Gelben, Example, da geht es um Geschichte, da geht es um Storytelling, da also den Schwerpunkt darauf machen, natürlich auch ein bisschen begründen, ein bisschen Rebuttal, aber da geht es um tatsächlich um das Example. Beim Roten, der will sofort wissen, ja, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? Und dem müsst ihr diesen Nutzen, also diesen Impact, diese Relevanz und gleichzeitig auch die Explanation of Impact geben. Und last but not least, der Grüne, auch ein Mensch, ein Freund von Beispielen, von Stories. Aber der Grüne auch aufpassen, Rebuttal nicht vergessen. Der ist nämlich harmoniebedürftig. Der würde niemals euch kritisieren und sagen, ja, das finde ich aber nicht überzeugend. Sondern der Grüne ist immer leise, nickt und am Ende unterschreibt er nicht. Aber fand die Präsentation echt überzeugend. Kennt ihr die Leute? Ihr lacht, ihr kennt die Leute, ja? Das heißt, beim Grünen das Rebuttal bitte nicht vergessen, ansonsten könnt ihr nicht überzeugen. Und dann gibt es, was Tony gestern gesagt hat. Er hat gesagt, if you want to influence a person, you need to know what influences them. Wenn du eine Person überzeugen möchtest, dann musst du wissen, was diese Person überzeugt. Und dafür habt ihr jetzt diese besten Begründungsstränge. Das ist auch so ein Smartphone-Moment. Könnt ihr gerne abfotografieren. Aus den 10 Jahren debattieren. Das sind die besten Begründungsstränge. Also wirtschaftlich, da geht es um Kohle. Du verdienst mehr Geld. Politisch geht es natürlich um Gesellschaft. Altruistisch, da geht es um andere. Moralisch, da geht es natürlich um moralische Prinzipien. Heißt also, dass du natürlich das Sexier-Argument auf die Person ausrichtest und dich fragst, was will die andere Person eigentlich machen? Und das geht natürlich nicht auf einmal, aber wenn ihr dieses Sexier-Modell durchdekliniert und natürlich die Rhetorik nicht vergesst, dann seid ihr in der Lage, euren Chef zu überzeugen und dann bekommt ihr auch die 1 Million mehr und als Selbstständige und Unternehmer, da ist es ja nach oben gar nicht mehr gedeckelt. Und erinnert ihr euch noch, wo ich nach vorne gegangen bin, euch was Schlagfertiges gefragt habe und die Dame im blauen Pullover hier vorne hat gesagt, ich weiß nicht so gerne. Wer von euch würde auf verbale Attacken schlagfertiger sein können? Sag bitte ich! Ganz genau. Und das Schöne beim Thema Argumentieren und schlagfertige Persönlichkeit werden ist, ihr könnt es. Ich habe mit Greta gesprochen und wir haben uns überlegt, das Thema Schlagfertigkeit in Umfragen ist immer das Nummer 1 Rhetorik- und Argumentationsthema. Und dieses Thema Schlagfertigkeit ist auch die Überschneidung von Rhetorik und Argumentation. Und wir haben uns überlegt, können wir euch etwas schenken, wo ihr in 60 Minuten alles Wichtige über Schlagfertigkeit lernen könnt. Und Fragen an euch, 60 Minuten Training mit mir, Schlagfertigkeit, wer wäre dabei? Ein Ich von euch? Yeah! Sehr gut. Und dieses Training, wir sind froh, jetzt ist es endlich fertiggestellt. Ich bin super froh, euch das heute präsentieren zu dürfen. Und natürlich wäre es mir eine große Ehre, wenn ihr mit meiner Hilfe an eurer argumentativen Schlagfertigkeit arbeitet. Das ist auch so ein Smartphone-Zück-Moment. Fotografiert den QR-Code. Ich habe jetzt noch ungefähr 15 Sekunden Zeit. Insofern fotografiert das Ding, dann sehen wir uns nächste Woche in dieser Schlagfertigkeits-Masterclass. Aber am Ende ist es so, wie ich es am Anfang zu euch gesagt habe. Die Qualität deiner Kommunikation bestimmt deinen Erfolg. Viel Erfolg dabei. Ciao, Dankeschön. Danke. Thanks a lot. Vielen Dank, Wladislav Jachtschenko.